Liebe Eltern, ich bin Jörg Adami, einer der Gründer der eSports Player Foundation. Mit der eSports Player Foundation fördern wir junge E-Sportler und mit dieser Filmreihe auch ein bisschen deren Eltern. Es ist eine Tatsache, die vielen gar nicht so bekannt ist. Es gibt extrem viele Spiele, bei denen eure Kinder nicht nur Spaß haben, sondern auch gebildet werden. Spielen ist im Allgemeinen laut Forschung sowieso gut für die Entwicklung von Kindern. Ihr kennt das, der Anderthalbjährige fängt, ohne dass ihr es ihm irgendwie erklärt habt, an zu spielen. Wenn wir jetzt in die digitalen Spiele gehen. Damit können Mathematik, Logik trainiert werden. Einer der Punkte, der nicht zu unterschätzen ist, ist, dass viele beliebte Spiele, globale Spiele, in der Regel in der Hauptsprache Englisch gespielt werden. Mit dem schönen Nebeneffekt, dass sich unsere Kinder schon ganz, ganz früh mit Sprache auseinandersetzen, Sprache lernen und nicht, weil der Lehrer sagt, du musst die Vokabel lernen, sondern weil sie einfach das Spiel spielen wollen. Dann haben wir den Bereich der Simulations- und Aufbauspiele. Da kann man eigentlich alles lernen. Von Erdkunde, Cetera ist da ein anspruchsvolles Online-Erdkundespiel mit mehr als 300 unterschiedlichen Aufgabenstellungen. Da geht es dabei, vorgegebene Städte, Länder, Flüsse, Meere, Inseln, Seen in einem bestimmten Teil der Erde durch Klicken auf die Karte zuzuordnen. Wir haben Spiele über Geschichte, Assassin's Creed, in denen man viele, viele Charaktere trifft, die aus der Historie, Geschichte entsprechend bekannt sind, also eine spielerische Auseinandersetzung mit Geschichte. Civilization, ein ganz spannendes Simulationsstrategiespiel, das den Spieler über mehrere Jahrtausende mitnimmt und begeistert. Bis hin zu Wirtschaft und Politik. City Skylines, da wird die Entwicklung einer Stadt simuliert. Der Spieler kann beim Start umgebaute Landschaften mit Hilfe von verschiedenen Gebäuden und Zonen bebauen. Es gibt unglaublich gute sozialkritische Spiele auch, die Geschichten erzählen, die Empathie, soziale Kompetenz vermitteln können. Ein Beispiel hier, Life is Strange, Two Colors, ein Adventure-Spiel mit einer hohen Empathiekraft, die es ermöglicht, Emotionen als farbenfrohe Ausstrahlungen wahrzunehmen. Ihr merkt schon eben eine hohe Komplexität, wie sie auch im Alltag gefragt ist, die ich da wunderbar erlernen kann. Bis hin zu, dass die Entwicklung der Spiele inzwischen so schnell ist, das können wir gerade im Beispiel Klimanachhaltigkeit sehen, Eco. In dem Spieler gemeinsam eine Zivilisation aufbauen auf einem virtuellen Planeten, Auswirkungen von Ressourcenausbeute auf der Erde thematisieren. Das ist nicht nur Unterhaltung, das ist auch wirklich pure Bildung. Und dadurch, dass wir immer wieder einen Perspektivwechsel und Rollenwechsel in Spielen einnehmen und Dinge ausprobieren, können unsere Kids auch mal ungestraft scheitern. Und sie kriegen halt ein sehr direktes Feedback, von dem man auch lernen kann. Ein Beispiel hier, Zelda Breath of Wild, ein Open-World-Spiel von Nintendo. Da geht es darum, dass ein Held ein ganzes Königreich vor der Finsternis bewahren muss. Und dem Spieler ist dabei kein fester Weg vorgeschrieben. Ich kann tun und lassen, was ich will. Dann sind wir eben bei so Punkten wie Kreativitätsentwicklung und Verbesserung der Vorstellungskraft. Ganz großer Klassiker hier Minecraft. Eine ganz einfache Welt, in der ich aber meine komplette Fantasie ausleben kann. Ich kann Dinge alleine bauen, ich kann Nebenwelten entstehen lassen, ich kann mit tausenden anderen etwas Gemeinliches bauen. Minecraft wird inzwischen in vielen Schulen, in vielen Ländern dieser Welt im Unterricht auch genutzt. Da stellt sich dann schon die Frage, warum es immer um zeitliche Begrenzung bei Gaming geht, aber nie beim Lesen. Wohingegen man, wenn man Spiele ordentlich nutzt, sie sehr, sehr hilfreich sein können in der Entwicklung unserer Kinder.